Hallo, wir springen gleich ins Geschehen rein, wo das gleich nach dem Treffen ist. Wir werden gleich abgeholt. Wie schön das Ganze ist. Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Präsident Rosé, erwarte dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflut, hier im Keldon. Hier hast du seine Ligakarte mit seinem Foto. Nur, falls du vergessen hast, wie er aussieht. Ja, wir sind dämlich. Wir vergessen alles. Wir vergessen, wie Leute aussehen. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte, begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Ja, wir sind dämlich. Üblich. Wie hat der Präsident nochmal ausgesehen? Ich muss die Ligakarte sehen. Bitte Ligakarte zeigen. Wie schaust du? Ah, so sieht Rosé aus. Jetzt weiß ich es. Okay. Ich bin nicht der Intelligenteste. Ich merke mir das nicht. Naja, so wird es wahrscheinlich glauben, dass die Leute. Dann sie mir gleich eine Wegbeschreibung hingeben sollen. Aber nee, das hat's auch nicht dann. Präsident Rosé kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Naja, so wie der ja so aussieht. Ah, Gentaku, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach ja, dich hat er also auch eingeladen. Oh, ihr kennt euch? Na, wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. Keldon ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, einen der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Maglonica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Makolikas Forschungen über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Läuft. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschungen. Als ich zu einer Reise aufgebrochen bin, hat sie nur sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt, so verbessern ist sie. Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines höheren Aufkommens von deiner Galas Partikeln, okay, Pokémon zu Dynamaxieren werden können.
Aber dass Professor Makulika so frustriert ist, hört ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Anja, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Cloud City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanja Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie meine Drängen, Rosé, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon, aber ich hatte doch noch gar keine Chance mit Game Taco zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir eine Vergnügen. Ciao, ciao. So heißt es. Ich weiß nicht. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch! Cat zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm das als Belohnung, TM. Heimzahlung! Yeah! Cat und ich sind gute befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Ich hab einen Namen! Ich bin nicht nur einfach irgendeine Nummer. Ihr seid so gemein. Falls euch das auch stört, schreibt es in die Kommentare. Oh, hopp. Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kapu besiegen, den Arenaleiter von Energie City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Kapu für dich. Er liegt nämlich gerade in der Galamine 2 eine Sondertraining ein. Wenn Kapu nicht in seiner Stadion ist, zieht uns für erste nicht nach Energon City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Oh Mann! Kleingeld? Kein Kleingeld? Kleingeld? Galamine 2. Oh ja. Da wollte ich schon immer rein. Nicht du schon wieder. Du schon wieder. Das war mein Text eigentlich, aber egal. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf deine Niv herab. Na dann, danke. Aber
Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch eine Art der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du dazu, Schwächling? Okay. Ich würde von der Liga-Präsidentin Rosé persönlich ausgewählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Ah, undenkbar! Er hat schon 4 Pokémon, ich nicht. Okay. Ah. Na bitte. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht. Naja. Ich bin hier die ganze Zeit daheim gelegen und hab PlayStation 4 gespielt. Oh, Galaponita. Nein. Läuft bei mir. Nein! Das war nicht so geplant. Ganz und gar nicht. Nein! Ist der effektiv? Nein! Wieso? Volltreffer, perfekt, geradeaus. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Ja, gib mir dein Geld aber. Na schön, ich korrigiere. Einen Schwächling bist du nicht dafür, aber ein Schwachkopf. Danke, schon wieder nicht beleidigt. Zu glauben, dass du die Arena Challenge bestehen könntest, ist ein reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Ja, ein Autogramm wahrscheinlich. So, jetzt habe ich dir aber wirklich Wichtiges zu tun.
mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wohnsternen gehen. Läuft! FF, FF! Nein! Da war ein FF! Da war ein FF! FF, komm schon! Ah! Ich dachte, das ist ein Pokéball! Kaskade. Okay, ohne Lichtattacken, Bodenattacken. What? Bleib drinnen. Ups. Da habe ich mich verdrückt. Mein Pokémon ist heute total übermütig. Wir müssen mal kurz dir Dampf ablassen. Okay. Das will ich sehen. Martin. Sehr schön. Macht dir dieser Niederlage ist übermut verflogen. Ja, dann sollte es nicht so übermütig sein. Finsterbälle. Und, nein, 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 nein. Das wollte ich nicht mehr drauf rein. Hey Bruder, hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena Challenge, stimmt's? Manometer, Manometer, ein echter Arena Challenger, dass er schreit nach einem Kampf. Lo Bruder, hey, was ist denn hier los, Game Taku? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gar nicht mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit denen da. Macht Platz für Hop, den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen, einen echten Trainerkampf zaubern. Ein guter Kampf sofort, ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen, Game Taku. Bist du bereit? Ja. Unsere Empfehlung für die Arena Challenge stammt vom Champ höchstpersönlich.
Wenn ihr nichts wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch demonstrieren. Dann passt mal schön auf, wir zeigen euch, wie hart es bei einer Trainer-Challenger zugeht. Was tut dieses Knischke? Ich mich einfach zusammen. Unser Plan war es doch, hier zu warten, um ein Challenger nach den anderen abzuservieren. Oh, heul doch! Heul doch! Das Heulen. Wow, was ist das? Natürlich wollen die zuerst mein Gyarados loswerden. Oh. Gut, einer weniger. Level up, yeah! Das gefällt mir gar nicht. Ja, lol. Gute Teamarbeit. Molly, nein! Belegt. Jetzt könnten wir selbst einen Fanclub gebrauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich dich mit einer Tröte erschreckt hätte. Ja, die Tröte habt ihr. Jetzt check ich das erst. Dieser Knilch ist der kleine Bruder des James. So, jetzt da hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Yell so schnell keiner was vor. Ab durch die Mitte. Idioten sind das. Bist du einsame Spitze, Gametaku. Aber keine Wunder, du bist ja auch mein Rivale. Aber von Kapu fehlt immer noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Ciao, ciao. Okay, er hat meine Pokémon alle geheilt. Läuft. Das hätte ich mir nicht erwartet. Oh, Schildkröten. Also da wäre schon der Ausgang, oder was? Was so ist. Da geht es auch weiter. Bin ich von da gekommen? Ja, bin ich. Thank you.
Daneben. Daneben. Vielleicht werde ich den Venus fliegen, weil er will mich fressen. Daneben. Schon wieder. Daneben. Daneben. Nein! Mit meinen Dampfkraft kann ich jeder Gegner davon boosten. Ich will aber nicht, dass du mich davon boostest. Klar, lass los. Rasierblatt. Sehr schön. Oh, nix, kommt als nächstes. Ich bleib immer noch bei Planos. Katapult. Du hast hier auch ordentlich Dampf drauf. Nee, wir wollen nur der nächste Champ werden. Sandgrab erhalten. Nein! Nein! Wir wurden gefangen! Flucht vor Yoda. Team Yell, ich bin euch ja dankbar dafür, dass ihr mir beim meiner Trainings zur Hand geht. Aber ein Vakuum beim der Arbeit zu stören, ist völlig inakzeptabel. Wir wollten es doch gar nicht stören. Wir sind riesige Fans von Vakuum. Lass stecken, Alte. Nach dem Kampf gegen den Typen bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten. Lass uns Bicke machen. Wenn sie wirklich Fans von Vakuum wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Gah. Kapu, Kapu. Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial. So stelle ich mir einen Feuer-Arena-Leiter vor. Ah, ihr müsst Hop und Gentaku sein. Die beiden Trainer, dessen Deleon eine Empfehlung abgeschrieben hat. Ich sollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinem Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen. Und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galar-2-Mine gibt es viele Pokémon, die den Typen Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlassen und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engi City. Quarantiert euch dort in das Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr
gegen mich antretet. Du solltest auch langsam umkehren, Vargon. Komm, ich bring dich nach Hause. Da morgen heize ich euch ordentlich ein. Mein Bruder hat mir erzählt, dass sich viele Trainer an Cabo die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Arena Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wen einheizt. Gehen wir. Zusammen. Vargon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was Pokéjobs sind, oder? Nein, was sind Pokéjobs? Puh, na gut, dann muss wohl oder übel der zukünftige Champ ran und dir das erklären. In einem von Deleon alten Notizheften stand das ungefähr so erklärt. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten, sogenannten Pokéjobs, unter die Arme greifen. Die Ausschreibungen findest du beim Rotom-Computer. In jedem beliebigen Pokécenter. Okay, von uns liegt Energien City. Mann, bin ich all. Ich werde mich im Knospi ihn erstmal richtig schön aufs Ohr bauen. Schließlich steht morgen der Feuerarena-Leiter Kabu auf dem Plan. Gute Nacht! Na gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Mal gegen den Arena-Leiter. Bis dahin, ciao! Und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken und zu teilen. Nicht vergessen.